Seid herzlich willkommen zurück zu Empyrean Galactic Survival. Wir, oder besser gesagt, ich habe ein bisschen davon, glaube ich, hergestellt. Da können wir schon mal ein bisschen was verkaufen. Und nach dem neuen Update haben sie ein bisschen mehr rausgebracht. Ich kann noch 47 Minuten. Sollte eigentlich reichen, um dort hinten hinzukommen. Ja. Muss da bloß ein bisschen handeln. Wieso hat er das jetzt plötzlich auf Englisch umgestellt? Ist er bescheuert? Ist er denn nicht ganz knorke? Oh. Ich weiß, dass irgendwer hier was verkaufen muss. Was? So, du redest bloß so. Da guck mal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Die 6 Stück verkaufen wir. Perfekt. Wir holen uns einfach mal 50 davon. Auch wenn wir den Bohrer noch nicht kaufen können, machen können. Hol ich mir davon 30. Und wenn du Treibstoff irgendwo hier hast, mein Freund, ne? Kaufe gerne Treibstoff. Nein, noch weiter hoch kann ich nicht. Also irgendwer muss dafür Treibstoff verkaufen. Weil ohne Treibstoff bringt das Ganze gar nichts. Lol, da ist eine Scheibe zwischen. Was verkaufst du, mein Freund? Gerätes Steak, warte mal. Du hast da etwas, was ich vielleicht gerne haben möchte. Dino Eintopf Royal. Geh mir davon mal. Ja, geh mal einmal. Reicht. Toll, kauft nur Waffen. Das heißt also, ich muss wirklich nach da oben. Aber wenn ich nach da oben will, brauche ich Treibstoff.
Ohne Treibstoff bringt mir das Ganze nämlich gar nichts. So muss ich auf die Suche nach Promethium gehen. Oder ich finde irgendwo Pflanzenfaser. So wie hier. Zweimal Pflanzenfaser. Ihr blöden Raptis, seid ihr blöden verdammten Raptis. Was ist das überhaupt für eine Waffe? Sturmgewehr? Lol, das sieht ja komplett anders aus. Was haben die denn mit dem neuen Update gemacht? Okay, jetzt hauen sie ab. Ein paar Kräuter. Pflanzenfaser kann ich gebrauchen. Sollte mir vielleicht an dem Ding Dings anbauen, Waffen. Alter, wie sie hinter mir her sind, diese Viecher, ne? Das ist der Wahnsinn. Dabei will ich bloß ein paar Pflanzenfaser haben. Auf jeden Fall muss ich Pflanzenfaser. Ich brauche sehr, sehr viel Pflanzenfaser. Erstmal wieder zurück zur Base. Obwohl, ich könnte auch Holz gebrauchen, ne? Bloß ausmachen, damit ich nicht allzu viel Strom verbrauche. Gib mir mal meinen. Ich glaube, mit dem Verteidigungsmodus müsste ich da eigentlich. Oder auch nicht. So, das wird mir jetzt da angezeigt. Ah, und ich wundere mich schon, hä? Alles neu macht das Update, wa? Oh.
muss ja kein großes, kleines Raumschiff sein, ne? Tja, und zum Base nimmt ihr auch so langsam Form an. So. Pflanzenfaser. Kräuter können mal hier rein. Das kann da auch rein. Das behalte ich mal. Das behalte ich auch. Das behalte ich auch alles mal. Pflanzenfaser. Ey, cool. Dann kann ich schon mal zweimal herstellen. Pflanzenfaser aus Holzstamm. 30, das kannst du auch mal herstellen. Blöcke. Davon werde ich auch einmal herstellen. Ich habe jetzt den großen Konstruktor, ne? Das heißt, wenn ich irgendwann mal den verbesserten herstellen kann. Wäre das Toppy. Konstruktor groß. Also den verbesserten muss ich erst natürlich noch freischalten. Fürs kleine Raumschiff alles noch. Ach du Scheiße, ich muss hier alle noch freischalten. Talon. Ich habe doch 35. Gib mir doch einfach mal Station, brauche ich eigentlich gar nicht fürs kleine Raumschiff. Was ich brauche, sind die. Warp-Antrieb brauche ich auch nicht, jedenfalls nicht für das, was ich da habe, ein Raumschiff, was ich mir da machen will. Die werde ich freischalten, die brauche ich nämlich. Noch 23 kommen, dann schalten wir diese hier auch noch frei. Soll ja bloß ein kleines werden für den Anfang. Ist ja nur, dass ich hochkomme. ECS werde ich auf jeden Fall brauchen. Und ein Detektor. Jetzt habe ich natürlich bloß noch zwei, ne? Als nächstes werde ich wohl den Bohrer mal freischalten. So, du bist fertig damit. Sehr schön. Dann geht man das raus. Du kommst da rein, du bleibst hier, und brauche ein paar Stahlblöcke. Verdammt, ich muss Stahl nachkaufen. Was habe ich denn hier noch? Zwei. Ich muss versuchen, Eisen nachzuholen. So ein kleines würde reichen, mehr brauche ich gar nicht.
das werden wir machen. Ein O2-Tank werden wir machen. Generator klein werden wir noch machen. Das reicht für den Anfang eigentlich ganz normal aus. Das werden wir draußen schon mal hinbasteln. So, gib mir mal den brauche ich nämlich hier. Ja, von mir aus brauchst du nicht fallen. Einen Treibstofftank brauche ich ja auch, ne? So, jetzt muss ich aber Eisen nachholen. Kupfer, Silizium. Silizium. Eisennagel, naja, das ist alles da hinten, ne? Reicht niemals. Habe ich alles abgelegt, was ich... Hab ich da... Mein Scanner zum Beispiel, den habe ich dabei. Und dann lass mich doch nochmal einen Erdscanner machen. Damit ich den wenigstens dabei habe. Obwohl ich brauche ja noch, ich kann ja später noch einen Ofen bauen. Den Ofen zu bauen. So, das nehme ich jetzt hier alles mit. Baue ich hier schon mal das Cockpit drauf. Oh, das muss so ein kleines sein. Genau rauf. So. Naja, noch hat es ja keine Funktion, weil keine Düsen und.
Og sånn til Technodome da. Kann er bestimmt so einen kleinen Detektor bauen, ne? Perfekt, dafür habe ich die Materialien noch. Und wo wir gerade dabei sind, ich habe da noch Pflanzenfaser. Die werde ich machen. So. So. Gehen wir das mal runter. Schade, kann ich keine. Aber egal. Soll nicht schön aussehen. Kupferlage. Ressource. Mein Glück ist kein verfeindlich. Oh, hallo. Eisenerzlage, perfekt. Seid ihr seid Raptoren. Alter, ihr blöden Raptoren. Ich hab doch. Bloß erstmal weg. Nein! Also ich wüsste, wenn der wie ich da hinten hinkomme. 188 Meter sind doch schon ganz schön viel, ne? Also, wo ist mein T1 Tool?
Rien de dire. Ça. Passe-moi ça. Was ist halt auf dieser Art rum? Warte mal, wenn ich den Helm auf habe. Perfekt, so kann ich auch im Dunkeln sehen. So habe ich das am liebsten. Im Moment brauche ich es noch nicht. Ups. Tut man nicht alles, um ein bisschen Eisen zu kriegen, ne? Machen wir unbedingt so ein Dings machen. Aber es würde sich erst. Wirklich großartig lohnen, wenn ich so ein kleines Raumschiff war, hätte, womit ich dann auch den Planeten umrunden könnte. Aber ich brauche Promethium. Promethium müsste es auch auf diesem Planeten geben, eigentlich, theoretisch. Aber es zu finden ist doch schon ein bisschen schwieriger. Was sagt mein Eisenvorkommen? 3,15. Ja, ein bisschen muss ich noch. Da würde sich der Bohrer wirklich einfacher machen. Ich glaube, wenn ich 100 habe, dann warte ich erstmal wieder weg. So, die Betonung liegt auf Fan, ne? Ja, das reicht erstmal. Reicht für den Anfang. Erstmal wieder zurück. Das Ding ist eigentlich sehr gut manövrierfähig.
So. Pardon me, my. Yeah. Energiekondensator, Solar. Ja, so wirklich viel habe ich noch nicht gefunden, ne? Was Futter angeht. Muss ich auch mal nachhelfen. Dafür aber auch 10 Stück immer haben muss. Naja, gut. Gehen wir einfach mal ein paar Stahlblöcke. Gehärtete Stahlblöcke brauche ich nicht. Machen wir mal 30. Sollte eigentlich reichen. Und da wir ja Nacht haben, finde das eigentlich gut, dass ich das damit auch so ein bisschen überspringen kann. Das reicht leider noch nicht wirklich aus, um. Musst wesentlich mehr hinbauen in diesen Solarzellen. Dieses noch nicht, weil sie über den Berg läuft, fällt die Sonne deswegen. Deswegen ist das so. So. Sehen, wir brauchen ja nicht viel. So. Ist ja nur, dass wir bisschen was unterkriegen. Den unterkriegen, den müssen wir unterkriegen, den müssen wir auch noch unterkriegen. So. Dich müssen wir unterkriegen. Dich müssen wir unterkriegen. Und den Generator müssen wir unterkriegen. Fürs Erste. So. Perfekt. So. Was brauche ich noch? RCS brauche ich noch, ne? Fangen wir an RCS. Und dann sollten
glaube ich, 8 Schubdüsen reichen. Fürs Erste. Oh, ganz reichen die Dinge doch nicht. Gib mir mal noch ein paar Blöcke nach. Nur so 30. Eine Frachtbox brauche ich ja auch noch dafür. Eine Frachtbox brauche ich ja auch noch dafür. Damit ich da wenigstens meine Sachen reinpacken kann. Wäre es zumindest nicht schlecht. Dahin kommt da eine Frachtbox hin. Ja. Warte mal. Und ich hätte ich gerne dahin in die Mitte. Kann ich links und rechts da eine Düse hinbauen? Ja, passt schon. Wird schon gehen, wird schon gehen, wird schon gehen. Okay. Für die Schubdüsen reicht es leider nicht, was Elektroschrott, na danke. Was brauche ich denn für den Elektroschrott? Für Elektroschrott. Mechanischer Elektroschrott. Das ist ja Elektronik. Alter, mit dieser Benachrichtigung während des Spielens. Elektronik brauche ich nur 6 Stück. Und dafür brauche ich Kupferband, so wie es aussieht. Kupferband und Silizium. Silizium habe ich hier noch was. Kupferband habe ich da auch noch. Da machen wir doch noch ein bisschen Silizium. Das ist doch nicht so schlimm. Ein bisschen Kupfer machst du mir auch noch. Fünf Stück brauche ich dafür. Alter.
Komm, zwei Stück. Ich krieg da halt noch nicht, auch nichts wirklich raus beim Handel. Ich muss noch mal gucken, ob ich da nicht irgendwas, irgendeinen Händler finde. Geld soll es uns ja jetzt nicht momentan mangeln, ne? Treibstoff sparen. Hallo Kumpel. Ich kann Angebot einstellen. Cool. Cool. Ich glaube bestimmt noch Treibstoff, ne? Der Kraftstoffzelle. Gehen wir mal 10 Stück. Bin bereit dafür. Neues Angebot erstellen. Ich muss so unter S als Schubdüsen. Suche ich halt nach danach. Schubdüsen. Schlüsselkarten. Cool. Düse S. Düse S. Kleines Triebhütt. Das wird das fürs große Raumschiff sein. Das muss das fürs kleine. Mindestens erstmal 8 Stück. Vielleicht findet sich ja wer. Du kannst ja nicht drauf zugreifen, weil andere Fraktionen. Ach komm schon. Hey, wer bist denn du?
so, ja, na ja, gut. Den kann ich im Moment nicht damit dienen. Ich kann dir nicht behilflich sein, da muss so. Aber. Bei dir kaufe ich gerne noch mal zwei Dings. Die nur ein Topf Royal. Fühlt sich wohl und ausgeruht. Ah. Ich kann ja noch nichts weiter hin, weil ich noch nichts gefunden habe. Mit dir kann ich höchstens Karten spielen. Mehrfachbooster. Das sind so schöne. Dings. 1 Mission. Distillerie. Genau, da muss ich ja hin. Dazu muss ich irgendwie ins All. Jede Menge Waffen verkauft er, ne? Aber wenn du mal was brauchst, wenn du mal was anderes brauchst, dann bekommst du das wieder nicht. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Food and Drink. Security. Das will ich ja nicht. So. Saisonartikel. Alles das, was ich nicht brauche. Ich frag lieber dich. Toll. Das heißt, ich darf jetzt hier warten, oder was? Wer weiß, ob da überhaupt jemand bietet. Scheiß Raptoren.
So, was mache ich jetzt stattdessen? Ich kann mir ja nicht einfach irgendwas herzaubern. Ja, genau deswegen auch. Kriege ich wenigstens eine Schubdüse fertig? Natürlich nicht. Bin hier so gerade ein bisschen am Arsch. Kupfer und Silizium brauche ich, richtig? 73 Minuten. Mit dem Ding sollte ich eigentlich recht schnell wieder da sein, ne? Da habe ich 17, da habe ich noch etwa 90%, da habe ich noch 100%. Halt. Also, dann muss ich wenigstens. Munition haben. Wenigstens Munition. Und ich muss mehr davon aufstellen. Ich habe da noch ein paar. Okay, weil ich nicht stehen konnte, deswegen oder was? Ist mir fallen. Ich habe mir auch eine Gegend ausgesucht, wo kaum die Sonne scheint. Na, danke.
wir die Ausgabe. So, auf zum Siliziumlager. Weil auch da sonst immer eine Drohne war. Aber anscheinend ist sie weg, die Drohne. Danke. Tut man nicht alles nur, um da hochzukommen, ne? Hat er Position. Was hat mein Silizium-Vorkommen eigentlich jetzt? 65 Silizium. Ich glaube, wenn ich schon dabei bin, kann ich mal ein bisschen Kupfer abgreifen. Das ist ja noch nicht alles leer, ne? Was hat das? Noch 70%, naja. Das ist ja bloß ein kleines Lager. Das sollte doch erstmal reichen. So. Ein bisschen weiter in diese Richtung. Ja, das ist auch die Minigun-Drohne. Verdammt, da will ich nicht hin. Drohne auch noch. Komm, komm. Silizium, ne, auch Kupfer.
Varför intresserar mig för er? Du willst Ärger, du kriegst den Ärger. Kannst du gerne haben, komm her. Komm mal her, du Penne. Schön alles hier, was du da hast. Jetzt schnell noch ein bisschen Kupfer abstauben. Bevor die Drohne wieder kommt. Wir müssen unbedingt die Bohrer machen. Zum einen kriegen wir da ein bisschen mehr raus und es geht auch schneller. Was sagt mein Kupfer? 90. So. Ab nach Hause. Sind jetzt oh. Wenn ich irgendwo bloß Promethium finden würde. Ich muss bei Gelegenheit unbedingt mal den Eingang hier schöner machen. Sieht immer noch so komisch aus. Aber was soll's, soll ja auch nicht schön aussehen.
So, du da rein, du da rein, du da auch rein. So. Jetzt kann ich ja hoffentlich mal ein paar Schubdüsen machen. Selbst wenn es weniger werden, muss es halt so reichen. Da muss ich das halt ausbalancieren. Okay, aber habe ich schon wieder ein neues Level, habe ich noch nicht. Ich brauche noch schon viel fürs nächste Level. Lol, habe ich jetzt eine zu wenig gemacht? Wollte ich noch gar nicht. Da die Energie geht wieder zur Neige. Okay, weil ich das Ding aber nicht finde, was ich dazu brauche. Mein Stuhlknopf. Ich liebe mein Stuhl. Ja, ich habe einfach nicht genug Energie. Deswegen, ich muss zusehen, dass ich hochkomme und dort eine Dings finde. Sonst sehe ich nämlich wirklich bald alt aus. Da geht sie unter, ne? Das heißt, da geht sie auf. So. Ja, immer diesen Punkt zu finden, wo das denn auch passt, ne? So, eingeben wir noch nach da. Perfekt. Jetzt mal hier wieder ein bisschen was abtragen. Dann kann ich lieber gleich schlafen gehen.
Weil ich überlege, wie ich das am besten beanstande. Was? Die Basis wird angegriffen? Von wem? Wo? Wo greift wer an? Ach du Scheiße. Ich wusste, dass ich irgendwann angegriffen werde. Nur wann wusste ich nicht. Das heißt aber nicht, dass ich angegriffen werden muss. Ihr Penne. Perfekt, gib mir das hier. Ich werde dir helfen. So. Ganz, ganz fixi, eine Theorie. Und wo habe ich die da? Wenigstens das ist übergeblieben. Ich glaube, es wird Zeit für Selbstschussanlagen. So.
Die brauche ich. Die brauche ich jetzt mal nicht. Die muss ich haben. So. Thematik. Dich weg. Dich weg. Warte. So. Dann bitte ich. Habe ich dafür keine andere? Schade. So, zwei habe ich jetzt noch. Eine werde ich nach oben ausrichten. Und eine von unten. Dafür musst du einmal kurz weg. Ja, dass ich bei den Zirrus gerade nicht gut zu sehen bin, ist mir klar. So. Wo bin ich denn jetzt gelaufen? Ach so. Brauchen wir mal vier Eisenblöcke. Und dann brauche ich Treibstoff. Gehen wir mal die 32 Einheiten. Das Problem ist leider, ich weiß nicht, wohin ich da düsen soll. Selbst wenn ich mit diesem Treibstoff da hochkomme, ne? Also es reicht zumindest erstmal. Wow. Reicht zumindest erstmal, um hochzukommen. Alter.
Wie sensibel ist das Teil überhaupt? Ach Quatsch, warte mal, warte. Wie war das? Wie war das, glaube ich, um den Schub? Das ist wirklich bloß so ein kleines Raumschiff, ne? Das ist zu merken. Ich habe vergessen, die Schubdüsen nach Dings zu drücken haben. So, Helm auf. Lass mich rein. Alter, warum sind hier. Ist hier. Ist alles radioaktiv, ich fasse das nicht. Das heißt, wenn ich jetzt da rausgehe. Da ist doch noch irgendwas, ne? Orbital Trading Station. Da werden wir als nächstes hin. Da werde ich Treibstoff kriegen. Da kriege ich bestimmt, glaube ich, auch so einen Radioaktionsbooster. Müsste ich, glaube ich, kriegen. Egal. Raus und rein stürmen. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Wow. Muss ich wieder hoch? Könnte natürlich auch sein, dass ich in einen anderen Raum muss oder so. Nein, du hast nicht das, was ich suche. Ich wohl auf die andere Seite müssen. Ich komme. So, wo ist der Typ, den ich so, den ich brauche? Braumeister lag. Wisst ihr zufällig, wo er ist? Nö. Guck mal, hier haben wir.
Ah, du bist Baumeister. Alter, warum ist das denn jetzt bitte schon wieder alles auf Englisch? Was soll denn der Scheiß? Toll. Wunderbar. So, habe ich das jetzt? Piratenhaar, finde die Basis. Nein. Hidden Station. Nein. Das ist jetzt nicht der im fucking Ernst. Hidden Station. Oh. Nö, als erstes fliege ich dorthin. Wegpunkt auf harte Anzeigen. Danke. Kurz einen Augenblick warten. Orbital Trading Station. Heul mal nicht rum. Weiß, dass der kalt ist. Oder kühlen, na danke. Da muss ich hin. Lass mich rein da, lass mich rein da, lass mich rein da, lass mich rein da. Ja, die ist kalt. So, jetzt sollte es mir wieder besser gehen. Hier ist auch der Ort, wo ich eigentlich ganz gut hin möchte. Diese Trading Stations sind eigentlich ganz gut. Hier kriege ich eigentlich alles, was ich brauche, für den Anfang. Darf ich das benutzen? Danke. Nein! So, wo gehe ich da am besten hin?
zu dir am besten. So, jetzt ist er hier komplett durcheinander gekommen. So. Eva Booster. Sollte ich unbedingt kaufen. Was ich aber unbedingt brauche, das hier. Gib mir mal alle 73, die du hast. Gib her. Kobaltbahn. Die 59 nehme ich auch. Kupfer. Die 91 nehme ich auch. Silizium. Die 66, die du hast, nehme ich auch. Ein Bohrer. Wenn der Schutzanzug nicht so teuer wäre, mein Freund. Aber du hast nicht zufällig ein paar Antriebe? Natürlich nicht. Ich brauche ein paar Antriebe. Konferenzraum. Du hast immer so ein paar Waffen. Wenn du auch ein paar Antriebe hättest, ne, dann wäre ich glücklich. Nicht das, was ich brauche. Aber wir haben doch hier Anzugstürze und danke. Da habe ich nämlich keine Booster drin. Gib mir mal den Eva-Booster da rein. Dann ist mir wenigstens nicht mehr so schnell kalt. Was sagt eigentlich meine Muni? Ich doch noch ein paar nachkaufen. Gewehrpatron. Lol. Gib mir mal alle 93, die du hast. Mehrfachbooster. Versteckte Panzerung. Na ja, gut. Kann ich dahin, wo ich hin soll. Muss ich einfach gucken, wo mein Raumschiff ist.
2 habe ich nach hinten, ne? So. So. Erstmal ein bisschen beruhigen. So. 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 Jetzt kann mir nichts mehr passieren. So, Piratenhaar. Hüttenstation. Ich komme zwar gerade nicht so schnell vorwärts, deswegen, aber besser als nichts. Da fällt mir ein, ich bräuchte Waffen. Überhaupt nicht greifen die mich nicht an. Unter 2 Meter pro Sekunde. Alter, du musst auch wirklich aufpassen, wie du die Maus bewegst. Alter, was? Heute sind sie aber alle redegewandt. Piratenclan entdeckt. Einmal drehen. Oh, Alter, ich muss hier.
Das scheint die Piratenbasis zu sein. Guck mal. Ach, das ist komischerweise auf Deutsch. Das sieh mal an. Oh. Wie bin ich mit dem Piratenclan gestimmt? Neutral. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich muss zu dir. Cheers, man. Keine Ahnung. Ich verstehe doch nicht alles, Jungs. Platinumbahn. Okay. Lass mich da raus, lass mich da raus, lass mich da raus, lass mich da raus. Platinumbahn, ach so, ist klar. Okay. Dort konnte ich Platinumbahn kaufen. Gut, der kann dann einmal da. Ich spiele aber da. Was soll denn der Quatsch? Warum ist das plötzlich alles auf Englisch? Müssen sie das erst wieder alles patchen oder was? Also jetzt muss ich erstmal die Bahn holen, dann muss ich dahin wieder zurück. Das muss ich auf jeden Fall machen. Den holen wir uns auch hier drauf. Mal wieder ein bisschen in Richtung bringen.
Aber als nächstes werden wir wohl Selbstschussanlagen auf unsere Basis installieren. Nach dem, was bisher so abgelaufen ist, ist das, glaube ich, besser. Ich glaube, ein Anti-Radiationsbooster wäre nicht schlecht, ne? Wo laufe ich denn hier hin? Okay, ich muss bei B runter. Platinbahn. Gib mir mal fünf. Na, möchte nicht so viel ausgeben. Geben wir mal drei. Und eine Strahlenschutzverstärkung, bitteschön. Ihr hättet doch hier auch Automaten. Bankautomaten hattet ihr auch hier. Strahlenschutz, danke. So, bei B muss ich runter. So. Na gut, dann fliegen wir halt wieder zurück. Wenn ich das vorher gewusst hätte. So sparen wir auf jeden Fall Energie, wenn wir uns hauptsächlich bloß treiben lassen. Prozent, das heißt, wir haben beides diese Level. Da muss ich auf jeden Fall einen Bohrer freischalten. Wobei, wer ist es noch hier? Den kriege ich erst mit Level 12 freigeschaltet. Scheiße. Aber egal, passt schon. Okay, ein bisschen brauche ich noch. Scharfschützengewehr, Sprengladung. Für die Basis.
Ja, brauche ich auf jeden Fall CPU-Erweiterung unbedingt. Anzugstation, Reparaturfunktion, Station. Das sind alles Sachen, die ich brauche. Da. Projektil. Raketengeschütz. Ne, Projektil reichen ja erstmal. Das wäre schon geil, wenn er sich nicht so schnell drehen würde. Erstmal runter hier. Schon gerne wissen, was hier ist. Generatoren. Hier baut ihr also alles hin. Schon interessant, was man alles aus so einem Meteoriten machen. Wow. Machen kann. Respekt, Jungs. Okay. Loading area and speak to your paymaster Möbius. You will find Mobius. Wo genau soll ich jetzt hin? Also hier kann es ja wohl nicht weiter sein, oder? Hallo. Und Serbenfleisch, wieso nicht? Ist auf jeden Fall auch ein Händler. Diamanten. Ah,
Sieh mal an, jetzt weiß ich, wo ich herkommen kann, wenn ich mal was bekommen möchte. Ach, du verkaufst das nur ein. Komme ich noch weiter runter? Da, Paymaster Mobius. Das war nicht. Wo ist vom Kampflauf erschossen? Dankeschön. Aktueller Standort, danke. So ein Scheiß. Okay, aber ich weiß, wo ich hin muss. Um meine Sachen wiederzuholen. Was hat die Reputation? Natürlich feindlich, danke. Na toll, ich kriege meine Sachen nicht wieder, oder was? Ziemlich veralbern. Wir müssen jetzt sagen, nur deswegen. Nee, das lasse ich jetzt mit mir nicht machen. Und mal schnell was gucken. Damit ich hier wieder reinkomme. Erstmal brauche ich hier die Konsole. Doch wie öffne ich die Konsole?
ein Screenshot, den er gespeichert hat. Microphone muted. Microphone activated. Das ist es nicht. Oh, das ist doch scheiße. Da unten ist mein Rucksack und ich komme da nicht hin. Oh, guck mal. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich das schon mal geöffnet. Ich will lediglich. Mal Dings haben. So. Guck mal. Danach gehe ich ja unbedingt wieder raus. Ich will lediglich meine Sachen wieder haben. Mehr will ich gar nicht. Nun, ich habe bloß erstmal wieder ein bisschen außen aufhalten. Mehr muss ich ja gar nicht. Fliegt er da gerade auf den Planeten zu? Okay, und wie gehe ich jetzt wieder raus da? Muss ich das? Okay. Mehr wollte ich gar nicht. Ich will bloß meine Sachen wieder haben. Wir fliegen erstmal wieder zurück. Wir müssen uns erstmal eine Weile außen aufhalten. Wir werden erstmal auf den Planeten runter. Macht zwar sowas nicht Geld, aber wenn ich es machen kann, dann mache ich es auch.
Oh, ich muss eigentlich bloß in diese Richtung. Da war doch irgendwas mit 25. Da. Sich außerhalb Piratenclan-Territorium aufhalten plus 25 alle Familien in Echtzeit. Siehst du? Und genau das muss ich nicht machen. Warum werden mir die anderen Dinge nicht auf dem HUD angezeigt? Karte anzeigen, danke. Keine Ahnung, was hier gerade los ist, ist mir auch egal. Lol. Ich muss doch in den Norden. Da muss ich doch hin. Damit habe ich ja nun nicht gerechnet. Alter, wie weit muss ich denn noch? Snow kann ich ja immer noch als erledigt beantragen, so dass ich es überspringen tue. Brew Master Lag. Ich frag nicht nach. Tja, hier ist es ein bisschen anders. Neblig, tiefes Wasser. So, jetzt muss ich nach Norden. Ich glaube, ich weiß, wie ich das ein bisschen variieren kann, dass er nicht mehr so schnell rotiert. Das ist halt eigentlich die CPU-Leistung. Guck mal, wir sind fast da.
Immer plus 25, sehr schön. Und drin hier. So, was muss ich dran legen? Das behalte ich hier, das lege ich da rein, das lege ich da rein. Schotte kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Das kann da auch rein. So. Den braucht 10. Das heißt, ich kann 7 herstellen. Machen wir auch. Projektilgeschütz. Motoren muss ich dafür herstellen. Ja gut. Motoren könnte ich auch kaufen zur Not. Das, was ich noch herstellen kann, damit immer her damit. Nierenröhren. Nanoröhren meine ich. Kohlenstoffsubstrat. Pflanzenfaser, oh Gott. Das Rezept zurückholen. Ach so, ich muss jetzt. Ich muss das Rezept jetzt bloß zurückholen. Geil. Ein bisschen Eisen kann ich noch haben. Nee. 15, ne? Lithium brauche ich auch 5. Ach Quatsch. Brauche ich nur 5 Eisenerz. Je mehr ich davon habe, desto besser. So, okay. Das hole ich erstmal raus. Und das kann da erstmal rein.
Warte, 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 warte. Schubdüsen. Ich brauche Motoren, ja. Dafür brauche ich Nanoröhren. Warte, 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 warte. Das geht mal wieder. Er zeigt mir gerade nichts auf dem Automat an. Oh, 615 Meter Reichweite hat der Detektor. Interessant. Aber warum wird mir gerade nichts auf dem HUD angezeigt? Wisst ihr was? Wir gehen mal kurz raus. Könnte vermutlich sein. Gehen wir mal rein. Wenn wir dann noch. Das ist ja normal. So, jetzt haben wir auch wieder alles angezeigt, sehr schön. So, einmal verwalten. Ich hau nochmal drei davon rein. Und die hin. Sauerstoff. So. Das tut man nicht alles. Und fixe die Wolken so. Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite, na toll. Ich sollte nämlich nicht zu dicht am Planeten schwimmen, fliegen. Wenn ich das schon wieder lese, ne?
warum ist denn die Orbital Station da hinten so weit entfernt? Muss ich nicht verstehen. Ja, da muss ich auch hin. Ich muss unbedingt mal ein paar Dings ranbauen. Wir wollen es denn jetzt nicht mit dem verscherzen, ne? Nettes Zimmer. Nette Dusche. Willkommen mal. Oh, was Main Building Check was was my collection? Bureau Master. Oh. Okay. Jetzt muss ich auf die andere Seite. Cool. Ich finde es ja richtig geil, wie man sowas bauen kann, ne? Aber ich habe dafür einfach nicht den Nerv. Da oben bist du und ich muss hier hin. You are late. A whole universe of taste is imperial. You must hurry now. No worries, Terra. I will be able to meet the shuttle. There's a recreation area of the office on the other side of the building. Alter, wo führt ihr mich denn alle immer hin? Sorry. Wär's mal mit ein bisschen Nahrung? Man würde erwarten, dass man in einer Brauerei wenigstens ein paar Erfrischungen bekommt, oder? Nee, die bekommst du hier nicht, da kannst du lange drauf warten. Was der Lack speaking Battle Station. We have been sabotaged. Sabotage? Lock and load. Und Ruby. Andromeda scheint ein sehr aufwendiger Prozess zu sein. Durchaus. Besiege die Truppen 1 von 10. Na, danke. Und wo? Sorry. Hallo, wo soll ich denn hin?
Geh zum Büro. Warte, beteilige die Station. Danke. Besiege die Truppen. Wenn man mir sagt, wo, dann kann ich da auch hin. Okay. Also was habt ihr für ein Verteidigungsdinger hier? Was? Weiter. Also ihr macht doch gar nichts, ne?
Można by z winy. Ale wenn die KI so blöd ist und dagegen fliegt, dürfen sie sich nicht wundern. Ein Schiff. So, kommt noch wer? Fallendes Schiff. Toll, dann kannst du nicht zugreifen, weil es eine andere Fraktion ist. Danke. So, damit wir da immer ein bisschen. Willst du das bitte ausschalten? Verfallenes Schiff. Legacy. Hier hilft auch keiner, ne? Da muss doch irgendwo was sein. Guck mal. Der zählt gerade nicht, ne? Auf einem Schiff da oben interessiert mich.
Så ikke noe mer. Ja. Sieht man ja, wo ich den jetzt hin muss. Ich soll hier quatschen. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich verstehe es nicht ganz. Polaris. Hör ich das richtig? Nee, das ist nicht echt so ein Ding. So ein Schiff. Doch, ist es. Das ist echt so ein Schiff. Das ist tatsächlich das Schiff. Das heißt, hier drinnen würden so eine Monster warten wieder. Immerhin ist der Gravitationsdings noch da.
Ich höre die Viecher doch schon. Die klaffen Viecher. Okay, aber die Aufgabe verstehe ich trotzdem noch nicht. Gehen würde. Das würde ich ja jetzt gerne wissen, warum, wieso, weshalb. Aber es wird ja auch nicht weiter angegriffen. Ich glaube, das ist eher jetzt ein Bug. Vorschlag, liest zumindest die Beschreibung der Aktion. Besiege 4 Truppen. Dritte Welle. Lol, habe ich die zweite übersprungen? Nee, es gibt wahrscheinlich bloß die erste und die dritte Welle. Toll, ich kann nicht springen. Aber das Schiff da oben interessiert mich. Besiege 4 Truppen, na danke. Wo sind sie denn? Backt das jetzt komplett rum oder was? Ob ich meinen da?
Also es sollten hier wohl welche kommen, aber sie kommen nicht. Sehe ich das richtig? Echt geil. Ey. Dann back doch rum, ist mir doch egal. Wenn da gerade drum kommt, wie lange soll ich denn warten? Ja, Party Time. Jetzt kann ich ja wohl endlich wieder zurück, ne? Inferno Club. Na toll, jetzt darf ich auch noch dahin. Das aber erst in der nächsten Folge, meine Lieben. Das erst in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video und rechts wie immer zur Playlist des aktuellen Projekts. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.